Hallo und willkommen, ich bin Quadrein. Wie ihr seht, ist es natürlich nochmal Zeit für Warframe. Heute mit nur einer kleinen Zusammenfassung eben vom Deathstream 112. Und der ist tatsächlich relativ übersichtlich, alles in allem gesehen, aber nicht uninteressant. Möchte ich an der Stelle direkt schon mal vielleicht spoilern. Und anfangen tun wir direkt mal mit dem Twitch-Drop-Event, was gerade stattfindet. Eben mit Beginn des Deathstreams könnt ihr alle 24 Stunden eben einen neuen Skin für euer Operator, wollte ich schon wieder fast sagen, nein, für euren Orbiter abstauben gehen. Das heißt, ihr fangt mit der Lizard an, also eurem normalen, ich sag mal, Landungsschiff, was ihr startupmäßig habt. Und eben, da ist auch die Scimitar oder die Seaforce und so weiter und so fort eben dabei. Und ja, das Einzige, was ihr dafür machen müsstet, wäre eben einen offiziellen Warframe-Partner euch reinziehen für eine ganze Stunde. Und dann kriegt ihr im Spiel das Teil eben zugesandt. Welche Skins es an welchem Tag zu kriegen gibt, werde ich unten nochmal gerade unter Video verlinken. Aber ansonsten, naja gut, es ist schon ein bisschen vorangeschritten und ja, ich habe schon zwei Skins auch schon abstauben gehen können, aber mein Gott, ich hatte ja glücklicherweise kurz vor dem Deathstream schon mal darauf hinweisen können, dass dieses Event ja stattfindet, deswegen, naja, ich fühle mich jetzt nicht ganz so schuldig, als wenn ich jetzt zum ersten Mal euch davon berichten würde. Aber gut, gehen wir mal schnell weiter. Die Devs haben auch direkt schon mal gespoilert, dass dieser Deathstream, nämlich Deathstream 112, der letzte sein wird. Nicht jetzt für dieses Jahr, aber der letzte sein wird eben, bevor die Tenocon stattfindet, die ja durchaus Anfang Juli eben ist. Das heißt, wir müssen noch einen guten Monat warten und das Einzige, was jetzt kommen soll, auch von Updates her, sollen nur Hotfixe sein. Sonst von Content-Weise her kommt erstmal nichts Neues. Aber wo nichts Neues, trifft natürlich nicht unbedingt Konsolenspieler, aber die warten natürlich noch darauf, dass sie noch das eine oder andere kassieren und da sieht es auch gut aus. Wenn alles klappt, sozusagen werdet ihr auch bald, oder vielleicht seid ihr es auch schon, aber relativ bald solltet ihr spätestens dann aber auch mal in der Lage sein, endlich mal up to date zu sein, auch mit der PC-Version. Das heißt, wir sind dann quasi relativ gleich auf und ihr könnt dann quasi alles, das was wir an dem PC jetzt schon haben, auch mal selber testen können im Spiel. Ja. In dem Zusammenhang gab es jetzt auch eine Woche lang ein Format-Drop, der ist jetzt auch für die PCs, gab es das quasi letzte Woche und jetzt an der Konsole kriegt ihr den auch. Gut, und sollte ich noch was gerade darauf hinweisen an der Stelle? Nee. Dann wurde von DE ja durchaus ein bisschen verbreitet, diverse Bilder, die man nicht unbedingt erkennen konnte und der eine oder andere hatte schon geraten, Mensch, könnte das Ballast auf dem Bild sein? Gerade zum Thema Sacrifice, der da vielleicht aufschlägt. Ja, ist er natürlich. Ich meine, jetzt mal Butter bei der Fische in dem Zusammenhang. Wir haben Ballast schon kennengelernt, eben bei der Voraussetzungsquest sozusagen, eben für Sacrifice. Und das ist irgendwie logisch, dass er auch dann bei der Quest selbst auch aufschlagen wird. Die Quest, wo wir eben womöglich einen gewissen Excalibur umtreiben kennenlernen. Und ja, aber dass Ballast dabei sein wird, war jetzt nicht in meinen Augen jetzt irgendwie jetzt geheimnisvoll in der Form, weil mal im Ernst, wer jetzt die Sache auch nur ansatzweise mit einer halben Hirnzelle verfolgt hat, war irgendwie schon klar, dass er jetzt Ballast nochmal auftauchen muss. Sonst würde er nicht, oh wait, jetzt hätte ich fast was gespoilert wieder. Aber, dass jetzt der dabei ist, dass das der sein soll auf dem Bild, okay, ich meine, wenn es mit Sacrifice zusammenhängt, war jetzt nicht unbedingt abwegig, möchte ich sagen. Dann wollten die Devs uns auch nicht vorenthalten, was gerade so alles Mögliche gebaut worden ist. Sei es nur von Spieler oder von Devs, die einfach zu viel Zeit hatten. Und zwar, was man jetzt alles eben bauen kann mit diesen neuen Optionen eben für den Dojo. Ja. Und da gab es natürlich ein paar phänomenale Optiken, die ich euch nicht vorenthalten werde. Deswegen lehne ich mich mal ganz dezent zurück und lasse einfach mal die gute Rebecca euch mal ein bisschen gerade zeigen, was andere so im Dojo gebaut haben oder was einen auf dem Dev-Bild übrigens auch der eine oder andere gebaut hat, eben von den Devs. Und da muss man sagen, holy shit, sei jetzt schon mal und ich bin einfach mal kurz weg. Yeah, so right now I'm in the dojo. This is the Princess of Power, which is just mental. And it's just like, it's just insane. It's a giant, it's a She-Ra based helmet. It's crazy. So you can kind of get a feel for just how much detail. That's mental. Like it's so good. And I didn't post this one on Twitter. I said more to come and I wanted to give everyone a chance to see this. It's good use of lighting too. It's insane. Yeah, it's really oh, wait till you see. I'm just going, I know the chat is just gonna be like, what the? It gets better somehow. Like I truly. Sure. Yeah, what the? That's awesome. But this is the 2B. Oh! So this is the 2B if you're a fan of Nier. They made a giant 2B. Huge fan. That's amazing. So it's pretty insane that they're doing this. Super kick-ass. Yep. Holding up the dojo. Mm-hmm. Pretty crazy. Any boundaries? I mean, in the name of art. Amazing statues. But this is a giant. Yep. Holy. With angel wings.
looking down that's on wild. You. Isn't that mental? Yep. So this is a sort of robo Valkyrie mech. If the team's watching, I think we just need to extend the CSG boundary there and we'll reset. That's incredible. Isn't this mental? Yep. It's like straight out of Bayonetta. Yeah. Get a feel for that. So see, they used some lights to make it look like. And then they used the. Oh, that's cool. Isn't that awesome? Yeah. Like, I don't know what to say other than this is the most incredible crap I've ever seen in my life. Yeah, like, so what is wild. Happening? So she's, or this robo beast has been imprisoned. Yep. Yeah, so good. So this clan is very serious. Isn't that insane? Yeah, it's really good. Like, the creativity to make chain links out of the Orican. Yeah, that's great. Yeah, so, oh my god. Sah spektakulär aus. Ja, und falls einer jetzt sich wundert, warum plötzlich da irgendwelche große Figuren außerhalb von irgendwelchen Dojos im All rumhängen, ja, das war der Dev-Bild. Ja, aber trotzdem, sehr interessant, was Leute gebaut haben. Und noch eine Sache, die mir sehr aufgefallen ist, es sind sehr viele weibliche Charaktere dabei gewesen bei den Bildern, nicht wahr? Mit eindeutiger Oberweite. Naja, wie dem auch sei, Roboter-Version eben. Gut, gehen wir mal schnell weiter. Nämlich, wir haben ja noch andere Sachen hier am Start. Die Devs planen nämlich von dem ein oder anderen Warframe eben die Exalted Weapon, sei es nur von Excalibur, sein Exalted Blade oder vielleicht von der guten Valkyrie, sozusagen ihre Klauen, die sie ja beschwören kann, als extra Waffe aufzuführen. Aber warum machen die Devs das jetzt gerade? Nehmen wir mal gerade an, das Exalted Blade eben vom Excalibur, weil das ist am einfachsten vielleicht zu erklären. Momentan sieht es so aus, angenommen, wir wollen jetzt diverse vernünftige Nahkampfmods zum Beispiel eben für das Exalted Blade haben. Dann müssten wir eben unsere jetzige Nahkampfwaffe, die beim Warframe ausgerüstet wird, eben damit ausrüsten, damit eben das Exalted Blade diese übernehmen kann. Und die Devs haben sich gesagt, ha, aber was ist, wenn wir jetzt zum Beispiel Nahkampfwaffen nehmen wollen, wo genau diese Mods gerade nicht zu passen? Dann wäre das Exalted Blade ja womöglich mit den, würde die verkehrten Mods quasi kriegen, beziehungsweise gar nicht erst die Mods kriegen. Und deswegen haben sie gesagt, aha, dann tun wir eben das Exalted Blade extra angeben. Die Leute können dieses dann ausrüsten, wie sie meinen, und können dann eine Nahkampfwaffe mitnehmen, eben wie sie lustig sind. Die Mods werden also quasi dann nicht mehr logischerweise übernommen vom Exalted Blade, eben von der Nahkampfwaffe, sondern eben von den Mods, die wir da eben reingetan haben. Ah ja, vielleicht zu spoilern direkt schon mal, für diese Exalted Weapons gibt es natürlich keine neue Meisterschaftsränge, weil die Waffen gehören ja eigentlich zum Warframe. Deswegen gibt es da nicht extra Neues. Allerdings, so wie es aussieht, können wir auch diese Exalted Weapons extra formen. Die Idee an sich finde ich interessant und auch vielleicht wichtig. Mal gucken, wie es dann aber im Endeffekt dann wirklich umgesetzt wird. So, und bevor wir jetzt zu dem Klein-Klein kommen, der doch zwischendurch gefragt worden ist, gehen wir mal ganz kurz weiter. Nämlich, die Devs haben uns schon mal einen relativ ausführlichen Blick auf einen neuen Warframe schon mal werfen lassen, nämlich Warframe Nummer 36, den sie hier geschickterweise einfach mal Vlad genannt haben. Denn es wird ein, wie soll ich es formulieren, ein von Eidolon inspirierter Warframe. Mhm. Und zwar wird das quasi unser erster Vampir. Ja. Jetzt nicht wie Necros. Nicht wie Necros, der jetzt anfängt, Tote zu wiederbeleben, sondern der Vampir, also dieser Vlad-Charakter, dieser neue Warframe eben, ist eher dazu in der Lage, eben nicht die Toten zu manipulieren, sondern gerade die Lebenden. Ja, und die Devs haben auch schon mal ein bisschen gezeigt, wie sie sich vorstellen, wie dieser neue Warframe eben funktionieren wird. Davon mal abgesehen, dass der Kollege auch ein gewisses zweihändige Katana dabei haben wird. Und die Devs haben das Wort zweihändige Katana auch hier des Öfteren hier genannt. Deswegen brauchen wir nicht darüber zu philosophieren. Nein, das ist einhändig. Die Devs meinten, das Ding wäre hier in dem Falle zweihändig. Aber jetzt wissen wir auf jeden Fall schon mal, welcher Warframe mit dieser Waffe womöglich aufschlagen wird. Das ist vielleicht schon mal nicht uninteressant. Aber gut, was kann jetzt dieser neue, sehr speziell aussehende Warframe denn? Ich meine, davon abgesehen, dass sie sagen, oh, das ist ein Vampir. Was für Fähigkeiten hat er? Passt das zum Vampir? Gucken wir mal. Als passive Fähigkeit hat der Kollege nämlich schon mal, dass er proportional so viel Energie, wie er gerade hat, so viel Life-Drain kriegt, also Lifesteal kriegt er. Das heißt, man kriegt ständig Lebenspunkte zu, wenn er einen Schaden zufügt. Was schon mal eine interessante Idee ist. Die erste Fähigkeit wäre tatsächlich, dass er so eine Art Vampirismus am Verteilen ist, wie eine Art Krankheit vielleicht auf ein Ziel. Und dieses Ziel kriegt dann also erstmal so einen Marker, dass er sagt, okay, den habe ich markiert. Der Typ läuft dann auf und ab, kämpft witzigerweise noch gar nicht, aber ist unbesiegbar und wird von allen seinen Kollegen auch angegriffen. Interessant. Falls er dann nochmal becastet werden sollte, eben vor unserem Warframe, dann wird aus dem ein aggressiver und ein Charakter, der auch jemanden angreifen kann. Und jeden, den er trifft,
Da verteilt er auch seinen Vampirismus dran und das heißt, man, es ist wie eine Art Wahnsinn, der sich verteilt. Das heißt, man, so zum Beispiel in dem Fall auf dem Video, wo wir das womöglich gut sehen können, der haut irgendeinen anderen Typen, der wird dann auch quasi umgewandelt, der schlägt dann wieder neun und auf einmal ist wie eine Art Kettenreaktion, die plötzlich stattfindet und plötzlich hat man einen Riesenhaufen von, ich sag mal, Vampirinfizierten, die auf einen zumarschieren, die für einen kämpfen, witzigerweise. Die Gegner, die nun zweimal eben von dieser, ich sag mal, Vampirismus-Krankheit betroffen worden sind, die werden auch, wenn sie sterben, eben Energie wiederherstellen, was ja schon mal eine sehr schöne Sache ist. Die zweite Fähigkeit ist ein bisschen trickier, denn wir haben so eine Art kleinen Stack von, so eine Ladung quasi, die wir dann bei uns beschwören. Und jeder Gegner, der uns dann angreifen wird, der wird kurz betäubt für ein paar Sekunden. Aha. Und sollten wir jetzt auf die Idee gekommen sein, diesen Typen, der gerade betäubt worden ist durch diese Fähigkeit, mit der ersten Fähigkeit zu bezaubern, dass er eben umgewandelt wird, dann bezahlen wir noch nicht mehr Energie dafür. Die dritte Fähigkeit, gut, das ist nun wirklich sehr vampirmäßig, nämlich wir verwandeln uns kurzweilig einfach mal in einen Nebel, der einfach mal, ja, über die Gegner hinwegzieht, können wir beinahe sagen. Aber dieser Nebel macht natürlich nicht nur, dass wir kurz mal nicht angegriffen werden können, sondern wir tun Gegner mit diesem Vampirismus belegen und tun gleichzeitig von denen Lebenspunkte und Schild abziehen. Das ist mal ziemlich fies, ja. Und die vierte Fähigkeit tut einfach flächendeckend einfach alle Gegner gerade zu in Schlaf setzen. Yep, einfach so. Die fallen einfach oben, die Gegner, und sind alle am Pennen für eine gewisse Anzahl von Sekunden. Natürlich können wir auf die Idee kommen, wenn sie am Pennen sind, natürlich so, ich sag mal, in Vampire umzuwandeln und dann umzubringen, damit wir Energie wieder kriegen und so Geschichten. Aber ja, das ist natürlich jetzt alles Work in Progress, was wir jetzt so gerade sehen. Und es sah so aus, dass wir auch standardmäßig die Typen, die wir in Vampire umwandeln, auch selber noch angreifen gehen können. Wir können also wirklich die Typen umwandeln, auch wenn sie für uns kämpfen, können wir sie killen, um eben Energie rauszukriegen. Wie als fiese Vampir mal das vielleicht machen würde, Fragezeichen? Naja, auf jeden Fall sind das schon Fähigkeiten, wo ich sage dann, ja, die wirken gar nicht schlecht. So, jetzt wirklich vom Vampir die Idee her. Es ist eine interessante und knuffige Umsetzung und tatsächlich wirkt er auch gar nicht so, dass er jetzt sagen müsste, Mensch, das ist ja fast der gleiche Typ wie der Necros. Na, das ist doch hier schon ein bisschen deutlich anders. Und die Optik gefällt mir vor allem sehr cool von dem Typen. Sehr undurchsichtig, möchte ich beinahe sagen. So, das wäre eigentlich das Größte schon mit gewesen, aber wir haben noch nicht alles. Wir sind noch nicht ganz am Ende, wir sind tatsächlich wirklich noch nicht ganz am Ende. Denn wir haben zum Beispiel auch noch einen ganzen Stapel eben von neuen Nahkampfwaffen. Sei es nun infizierte, relativ große Waffen oder ein paar Grenierwaffen, wo die Devs teilweise selber noch nicht mal wussten, wofür sie jetzt genau waren. Oder eben mehr so Tenno-Waffen, die so aussehen eher wie Schwert und Dolch vielleicht zusammen, also diese typische Duel-Klinge-Geschichten wieder mal, sehen sehr cool aus, muss man gerade mal dazu sagen. Und mal gucken, wann die bei uns so alle aufschlagen und was damit alles anhergeht. Auf jeden Fall wirkt es schon mal nicht unbedingt schlecht. So, und damit kämen wir auch zum letzten Segment sozusagen des Videos, nämlich die Devs haben natürlich die ein oder andere Frage noch beantwortet und darauf gehen wir jetzt noch kurz ein. Zum Beispiel aufs Thema eben Reworks. Soll das noch andere Warframes betreffen in Zukunft? Da meint natürlich der Kollege direkt, ja, natürlich werden noch andere Warframes umgebaut und natürlich werden noch andere Warframes gerade zum Thema Endgame noch ein bisschen vielleicht gepusht hier und dort, damit da alle Warframes auch eine gewisse Berechtigung auch mal haben in einem Spiel, weil es gibt ja durchaus ein paar Warframes im Spiel, die ja vielleicht ein bisschen suboptimal bei manchen Verleveln vor allem von Gegnern ja um die Ecke kommen und da soll natürlich auch noch was passieren. Ich bin gespannt, wie das dann aussieht. Dann soll es tatsächlich noch neue Dekorationen für ein Dojo geben, eher aber diesmal im Natursinne, vielleicht Pflanzen und ähnliches. Und da wurde auch eine Frage gestellt, wie es denn aussieht, ob man jemals denn vielleicht mehr NPCs in den Dojo stellen könnten in irgendeiner Form. Und da meinten die Devs, ja, das können wir machen. Also ich weiß jetzt nicht, was für NPCs genau, aber vielleicht, dass es nicht so leer aussieht vielleicht. Womöglich baut irgendeiner dann direkt irgendeinen, ich sage jetzt mal, einen Bazar bei sich im Dojo auf, aber von NPCs. Aber pff. Warum nicht? Warum nicht? Dann eine Sache, die sich sehr interessant erinnert, meines Erachtens nach, nämlich gerade wenn jetzt Leute auf die Idee gekommen sind, große Projekte im Dojo umzusetzen, wie wir so heute im Video gesehen haben, es soll extra einen Knopf irgendwann geben, womit man alle diese Dekorationen, die gerade gesetzt worden sind, auch dann mit Ressourcen belegen kann. Nicht, dass man jedes einzelne Teil einzeln schon mal anklicken geben muss, sondern dass man sagen kann, nee, komm, hier, ich habe das Ding jetzt fertig gebaut, quasi designt, jetzt müssen wir noch Ressourcen überall in jedes einzelne Teil reinschmeißen. So kann man sagen, hier, in alle Teile, die wir gerade gesetzt haben, schmeißen wir jetzt unsere Ressourcen rein, damit sie gebaut werden. Das ist tatsächlich eine sehr richtige und wichtige Idee, sonst wird man ja wahnsinnig dabei.
Warframes, die übrigens als nächstes auf der Liste von Reworks stehen, sind interessanterweise V-Bahn und Titania. Okay, sage ich nochmal dazu. Mit der Veröffentlichung von dem Vlad Warframe in der Zukunft haben wir auch endlich genug Warframes zusammen, dass wir wieder eine komplett neue Farbpalette quasi wieder kriegen von den Tennos. Okay, sag ich schon. Also heißt man Tenno Farbpalette Nummer 2 kommt also dann. Und der Nidus Deluxe Skin kommt übrigens raus, noch bevor der Nesa Deluxe Skin kommt. Freue ich mich jetzt schon wie ein Panier der Schnitzel drauf, ganz ehrlich gesagt. Und sofern jetzt nicht der Deluxe Skin mit dem Hotfix kommt, müssen wir natürlich dann erstmal warten wieder, ja, bis die TennoCon eben gekommen ist. Schade, möchte ich aber nochmal sagen. Einfach nur mal gerade schade. Aber wie dem auch sei, das war es mal wieder von mir. Danke fürs Vorbeischauen und Zuhören. Das war MK3 und ja, das war erstmal der Deathstream 112. Da war jetzt nicht allzu viel Neues erzählt worden, aber hey, die paar Punkte, also gerade der neue Warframe zum Beispiel und ein paar andere Sachen, da muss ich sagen, das wollte ich schon gerne gesehen haben, weil das war auf jeden Fall fett, muss man aber mal gerade sagen. Gut, ich würde sagen, ja, wir sehen uns dann demnächst wieder, wenn ihr mögt. Und mal gucken, was ich dann für Videos mache, weil wenn die Devs jetzt wirklich vorhaben, keine großartigen Updates rauszuhauen bis zur TennoCon, was ja ein guter Monat noch hin ist, dann muss ich mal gucken, was ich als nächstes überhaupt von Warframe Videos mache. Sei es nun Waffen, sei es nochmal die Warframe-Checks, die ich immer noch nicht fertig habe. Vielleicht den einen oder anderen Warframe-Check auch nochmal neu machen, weil der ist Urasbach alt. Ja, das wäre vielleicht eine gute Idee. Oder ich fange mit meinem Projekt an, endlich mal, was ich jetzt schon seit fast einem Jahr vor mir herschiebe von Warframe. Das wäre vielleicht auch mal eine gute Idee. Lasst euch überraschen, ihr seid dabei, wenn ihr mögt. Und wir sehen uns ja dann. Bis Tage also und ciao.